Neuer Tag, neues Glück und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von True Stalker hier auf meinem Kanal. Und in dieser Folge wollen wir mit dem guten Doktor reden. Beziehungsweise er hat anscheinend wieder einen Auftrag für uns. Oh, hey, Mutant Hunter. I was in the Dark Valley on some important business. Sorry, but if it's about running from mutants again, I can't. My shoulder was all screwed up after last time. I'm all ears. Go. Can we talk now? What's with the secrecy? Makes sense. How did you even calm it down? Junge, der muss mal seine Stromrechnung bezahlen. Die flackert's ja richtig. Interesting. Artifacts have always interested me. So that's the artifact I saw on your table. I already thought selective artifacts breeding was just made up. I remember seeing this one guy throwing dog tails and vodka into an anomaly to get a gravel. Well, what do you think? The guys in the village were left with no artifacts and no vodka. So, you transmuted an artifact and now you can control the Bloodsucker? What are we gonna do? Yeah, so I carry the artifact while you keep me covered? Let's go then. Мы на месте. Готовь артефакт. Только смотри, без резких движений. Иди за мной след в след, понял? Das geht doch nicht gut. Черт, а снорки-то тут откуда взялись? Так, надо медленно, по-тихому отсюда уходить. За мной. Alter, okay, das wird sehr, sehr tricky. Wir rennen einfach mal hier hin. Okay, können wir eventuell dort oben rauf? Ja. Okay, sonst wird es echt tricky. Und ja, Freunde, ich kann euch direkt sagen, ich habe 6-mal neu laden müssen, weil ich instant gestorben bin. Die Snorks. Weil wir einfach direkt auf Master spielen und ja. Wo ist der? Sehr gut. Хреново. Очень хреново. Послушай, у меня в убежище лежат записи. Передай их Дубинину в научный комплекс на Агропроме. Скажи, что я просчитался. Окей. Okay. О. Den nehmen wir doch gerne.
Gut, dann gehen wir mal zurück. Dann hätte die vielleicht sogar Bord rein leiten können, aber gut. Learning by doing. Es war eher schwer, davon wegzukommen. Also ich bin eigentlich die ganze Zeit da geradeaus gelaufen, aber direkt geradeaus haben sie mich halt immer bekommen. Deswegen bin ich, ja, wie ihr gesehen habt, zuletzt dann noch einmal nach rechts gegangen und ja, hat er denn auch geklappt. Bitte Blattsacker or leave it alive. Wait a minute. Ja gut, wir haben eine Waffe, aber... Ah, oh, okay. Ich weiß nicht warum, aber ich würde ihn gerne am Leben lassen. Hier irgendwas? Nö. Gut. Hä, aber... A folder with professional learner note that contains solid scratching. We need to kill the bloodsucker while the artifact is still active. Otherwise it could pose a threat to a nearby camp. Kill or leave it alive. Wir gehen einfach mal raus, mal gucken, was passiert. Okay. So, dann müssen wir zum Agrochrom gehen. Fand die SIG jetzt gar nicht so verkehrt. Hat ja auch echt wenig Rückstoß. Die 5-7 würde ich ganz gerne wegpacken erstmal. Genau die. Das behalten wir. Also ich brauche jetzt auch nicht 5-mal Antidot, bin ich ehrlich. Das brauche ich auch nicht. Obwohl. Nee. Das packen wir erstmal weg. So viel brauche ich auch nicht. Joa. Gut. Das heißt, jetzt müssten wir zur Military Base reinkommen. Zumindest gehe ich davon aus. Mal schauen. Leider kann ich die Stutterings am Anfang nicht lösen. So. Eigentlich waren hier auch Hunde, aber... Ne? Auf. Ganz komisch. Hä?
Was ist denn jetzt los? Ну, здравствуй, топорик. А мы тебя ждали, брат. Думал, все, спиркейс, и можешь смело рассекать по зоне. Думал, что, с рук сойдет. Короче, убивать мы тебя не будем. Просто заберем то, что нам причитается за кейс. И еще. Мы тут подумали. Достанешь нам ствол в подземке, отпустим. А не достанешь, все, топорище вырвем. Can I just take my guns back? Ja, gut, mit der Reaktion habe ich gerechnet. Screw you. Eieiei. Ja, wir haben ja gar nichts mehr. Ja, chillig. Okay. Kann es aber auch so machen. Die haben ja tatsächlich extra dafür Night Vision. Wobei, ich weiß nicht, inwiefern das uns weiterbringt. Denn. Okay. Denn ohne Waffe sieht es echt mau aus. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Alter, ich komme in Peace, sag ich dir, wie es ist. Was ist das da für ein Name? Polja Monk, okay. Bennett. Listen, Bro. I don't smoke, don't advise you do ether. Oh fuck, Chris Sykes. Okay. Wir haben hier ein Problem. Denn wir haben keine Waffe. Doch, haben wir. Gut. Man sollte vielleicht auch am Anfang sich genauer umschauen. Ist der andere Keck? Und da hinten irgendwo. Meister. Ach ja, macht das Spaß. Jo. Okay. Wir gehen mal da lang. Boah, ist ja entspannt. Wir gehen einfach mal hier beim Schwarzen lang. Boah, das ist ein SVD. Thank you.
Это чертов артефакт. Знал бы, что придется так рисковать, и Вен бы полез в эту аномалию. Теперь вся надежда на Реда. Он должен быть неподалеку. Обещал помочь. Как же больно-то, сука. Okay, okay, ja. Mach mal. Okay, da sind wir angekommen. Das ist halt eher jetzt so die Frage, okay. Geht's weiter? Hier ist anscheinend gar nichts. Gehen einfach mal hier lang. Gar nicht Booster oder so. Ah. Vor Spinnweben habe ich ja schon ein bisschen Respekt, ne? Wer die Videos von Will to Life Online gesehen hat, der weiß warum. So, hier sind wir beim Strelox Hideout. Okay. Sieht ja auch nichts, ne? Cool, chillig. Irgendwas konnte ich hier nehmen. Oder halt auch nicht. Cyborg, okay. Junge, was knallert denn hier so? Was haben wir denn? Ah, hier. Das wäre nicht schlecht. Es ist... Ich glaube, das ist der Beste, oder? Cool. Ist aber nicht das, was wir... In der VSS? Oh. Laden wir mal nach. Sicher ist sicher. Aber wo kriege ich denn jetzt Punch her? Vielleicht bin ich zu fett für die Röhre. Gut. Dann streifen wir hier mal so lang. Und suchen mal hier. Sachen ab. Muss man die Feuer irgendwie aktivieren oder? Weiß ich gar nicht. Lass ich irgendwas Rotes? Ah, okay. Ich denke mal, dann sind wir damit durch, oder? Also. Wüsste nicht, was noch fehlt. Überladen. Ich habe keine Ausdauer, nicht überladen. Da hinten noch irgendwas, was man gebrauchen könnte? Nee, ne? Na gut.
gehen wir mal zurück. Here, hope you choke on it. We are even. Give me my equipment and I leave just as agreed. Red bastards. Все, можешь проваливать. Junge, 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 was für Keks. So, wir haben OSS bekommen. Okay, eine TOZ. Ja, gut. Backpack. Aber wir haben unsere alten Waffen wieder. Und wir müssen die ganzen Artefakte wieder eigenständig reinziehen. Das finde ich ein bisschen doof, aber gut. So, was kann dieses Artefakt denn? Das Hiete. Okay. Sehr schön. Gut, dann gehen wir mal zum Military Base. Dort ist der Eingang. Waffe stecken wir mal vorsichtshalber ein. Oh, das Gemälde sieht cool aus. I need Davin. He promised me work when we met in the Dark Valley. Got it. Ah, da kommt er. Der hat eine große. Yeah, no way without a pass. I see you have one. How is it? How can I get such a pass? Did you take him there? Thanks for the info. Und wie es weitergeht, Freunde, würde ich sagen. Sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin.